kam nicht ganz so gut raus. Aber egal, wir freuen uns trotzdem, denn es ist Folge Nummer 3 angesagt des Nerdquizzes. Wuhu! Ja. Leute, es ist wieder soweit. Das Premium-Format auf Rocket Beans TV. Außer allen anderen Premium-Formaten, die ich so ankündige. Aber mehr Premium als diese Kandidatenauswahl gibt es nicht. Denn heute haben wir Veteranen am Start. Sogar Leute, die schon mal weitergekommen sind. Sieger. Nee. Und Ilias. Nein, Ilias, erstmal schönen guten Tag. Guten Tag, dass du hier dabei bist. Ja, lieber Gregor. Herr Kretschmer. Ja, Gregor, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir haben ein illustres Feld. Ilias, du hast ja jetzt auch schon mal im Nerdquiz ein paar Mal mitgemacht. Mhm. Wie hast du bisher abgeschnitten? Wie siehst du für dich heute deine Chancen? Meine Leistungen waren bisher immer sehr bescheiden, was das Nerdquiz angeht. Deswegen war ich im Vorfeld im Rahmen dieser Aufzeichnung sehr, will nicht aufgeregt sagen, aber ich hatte einen flauen Magen. Ich hatte einen flauen Magen. Immer wenn ich das Wort oder das Format Nerdquiz höre, dann bekomme ich erste Impressionen von Leuten, mit die schon mitgemacht haben. Dann bekomme ich Fragen zu hören und denkt man sich, ja, okay, ist gut, kriegt man hin. Und dann sitzt man hier und dann ist man der Einzige unter den Teilnehmern, der noch nie weitergekommen ist. Okay, Ilias, vielleicht wird sich das heute ändern. Es sei denn, jemand wie Simon hat was dagegen. Du schon öfters dabei, in der ersten Staffel sogar bis ins Finale gekommen. Ja, aber das Genre des Quizzes ist der natürliche Feind des Simon Kretschmers. Denn Simon Kretschmer ist sehr vergesslich. Er weiß, er hat unglaublich viel auf, wie so ein sehr alter Schwamm, wo die Löcher irgendwann porös sind und schon so oft eingesaugt, ausgesaugt. Irgendwann halten die kein Wasser mehr. Und so ist es bei mir mit Nerdwissen. Okay, wir werden sehen, ob da aus diesem Stein noch was rauszuquetschen ist. Schwamm, nicht Stein. Habe ich Stein gesagt? Schwamm. Guck auf dein Alter, das ist mittlerweile ein bisschen vertrocknet. Simon, aber hast du dir angewöhnt, gerade in der dritten Person zu reden? So ein bisschen ja, Olli Dittrich, der Jean-Papin. Ich habe kurz vorüberlegt, ob das dann zu meinem Nachteil ausgelegt wird. Weil wenn man damit anfängt, dann ist es meistens... wenn ein Kretschmer damit anfängt. Ist zu spät. Ja. Wenn ein Kretschmer damit anfängt, dann ist... Ja. Timo. Ja. Du hast letztes Mal teilgenommen an der, das war glaube ich die Probestaffel, die wir gemacht haben, ja, wo es genau. Noch nicht um, ich hole mal kurz hier raus, natürlich in dieser Staffel geht es wieder um den Sieg dieses Champion-Gürtels, dieses fantastischen. Wundervoll. Ja, ist nicht besser geworden. Ist, ja, aber es ist wie Käse. Ja? Er reift und riecht ein bisschen. Hast du noch nicht mal was drangehängt? Also doch, nicht ist ein Game Button mehr? Oder? Ja, okay. Sagen, der ist neu. Wird den Game 2 stattgeben. Ja, aber den gilt es zu gewinnen in dieser Vorrunde, die man heute lang kann. Wir haben bisher schon zwei Leute gehabt, die weitergekommen sind, mit Fabian und mit Wirt. Also da kann noch jemand von euch dazu stoßen. Du hattest da aber gewonnen, Team. Ich hatte gewonnen, durch pures Glück und sehr schöne Fragen. Einschleimen kannst du. Mal gucken, ob das auch so funktioniert. Lass uns mal heute für die Leute, die neu dabei sind, es sind ja immer 4 oder 5, haben wir noch in der ganz kurzen Fassung die Regeln für euch. Werte Mitstreiter, aufgepasst, hier sind die Regeln für das Nerdquiz. Auf der Thementafel sind Felder mit einem Punktewert zwischen 100 und 1000. Dahinter verbergen sich Fragen mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Während der Moderator die Frage stellt, hat jeder Kandidat die Möglichkeit zu buzzern und dann 10 Sekunden für die Antwort. Daniel? Bei richtiger Antwort werden die Punkte gutgeschrieben, bei falscher abgezogen und das Fragerecht weitergegeben. Ich bin so dumm. Bei Sonderfeldern mit Schätz- oder Musikfragen haben die Kandidaten 20 Sekunden Zeit, die Antwort aufzuschreiben. Jeder, der richtig liegt, bekommt die Punkte und falsche Antworten bleiben straffrei. In Runde 2 wird der Punktewert der verbliebenen Fragen auf 200 bis 2000 Punkte verdoppelt und weitergespielt, bis entweder alle Fragen gestellt wurden oder es Zeit für das Finale ist. Ach so. Und im Finale werden wir es nochmal dann sagen. Wir haben wieder die Schnellraterunde aus unserer Probestaffel dabei. Diesmal aber mit einem erhöhten Punktewert. Für eine richtige Antwort gibt es nämlich 400 Punkte plus, für eine falsche 400 Punkte minus. Das werden wir aber besprechen, wenn es soweit ist. Schauen wir doch mal heute nicht nur auf das Kandidatenfeld, sondern auch auf die Themen. Denn heute mit dabei ist Videospiel-Remakes. Oh mein Gott. Game-Shows im TV. Oh nein. Download-Geschichte. Und nein, damit ist nicht eure Chronik in Firefox gemeint, weil sonst wird es ein bisschen unanständig, sondern was in der Geschichte der Internet, ja, Dankeschön, Internet-Downloads bisher so passiert ist. Lateinisch für Anfänger und Cast-Mashup. Die meisten sind einigermaßen selbsterklärend. Wisst ihr, was Cast-Mashup ist? Oder soll ich das kurz nochmal erklären? Nee, habe ich sofort Boybands oder so im Kopf, keine Ahnung. Also, Podcast? Nee, Cast-Mashup, es geht um, ja,
bekannte, ob es jetzt Filme, Spiele, Bücher oder so weiter sind, die haben ja natürlich eine Charakterregel, die mit dabei ist. Was hier aber gemacht ist, ich werde nach und nach Namen vorlesen aus der jeweiligen Charakterregel. Hier ist es aber so, dass in diesen Namen Charaktere aus zwei verschiedenen Universen dabei sind. Oh Gott. Na? Und da lese ich erstmal den einen und dann den anderen vor. Und ihr müsst mir am Ende, wenn ihr wisst, okay, das sind jetzt die Figuren beispielsweise aus Scrubs und aus SpongeBob, dann ist das die Antwort, wenn das so wäre. Das bedeutet, dass du in der Kategorie immer zwei Antworten von uns verlangst. Genau. Okay. Ja. Ich lese nachher, ich werde zweimal alle Namen durchlesen, bis sie dann durch sind. Ihr habt die Chance zu buzzern und ihr sagt mir dann das und das. So versteht sich Carsten Lescher. Das ist ja voll unfair. Die anderen hatten das nicht so schwer. Das ist eine bewährte Kategorie aus der Probestaffel. Ja, aber die mussten dann nur eine Antwort geben, Gregor. Das gehört dazu, nee, Mann. Nee, wirklich. Wirklich, nee, Elias. Einfach lass es über dich ergehen. Es ist Zeit für Runde Nummer Uno. Schön. Nicht wundern, wenn ich ab und zu mal irritiert in die falsche Kamera gucke, denn wir haben das Setup kurz geändert. Jetzt ist alles auf der falschen Seite. Aber egal. Da Timo ganz außen steht, darf er sich die erste Kategorie erstmal aussuchen. Ich nehme mal Lateinisch für Anfänger 200, um zu testen, was das ist. Ey, das hätte ich aber auch gemacht. Gregor, heißt das nicht eigentlich Latein für Anfänger? Hier heißt es Lateinisch. Okay, gut. 200 Punkte Abzug schon mal. Okay, gut angelegt. Ich dachte. Ihm, ja. Perfekt, direkt am Anfang. Ich bin mir nicht mal sicher, ey. Oh, ich hab jetzt schon keinen Bock, Alter. Hände neben die Buzzer. Lateinisch für Anfänger, Latein für Anfänger, für 200 Punkte. Wie heißt die deutsche Übersetzung von Julius Caesars berühmten Ausspruch Veni, Vidi, Vici? Timo? Ich kam, ich sah, ich siegte. Ja. Ich lese zu Ende. Vici oder Vici, ich bin mir nicht sicher. Ich kam, ich sah, ich siegte ist korrekt. Jawohl, ja. Da haben wir es. Vidi, Vidi, Vici. Wird schon sauer. Aber Elias, das ist doch Allgemeinwissen ein bisschen. No? Ich glaube, das hätten wir auch alle gewusst. Aber das du warst auch alle Timo war einfach sehr schnell. Ja, Timo, du hast dir 200 Punkte damit verdient. Ja? Hast schon mal ein Gefühl bekommen, wie diese Kategorie funktionieren kann. Mhm. Und darfst dir die nächste Frage aussuchen gleich. Videospiel-Remakes 200. Videospiel-Remakes für 200. Hände nehmen die Buzzer. Der zweite Teil welches Franchises bekam 2016 mit AM2R ein Fan-Remake? Ah, Elias? Ja. Wie bitte? Metroid. Ich lese zu Ende. Ein Fan-Remake spendiert, während der Publisher parallel an einem eigenen Remake entwickelte. Wie würde denn das andere Remake heißen, einfach zu meinem Interesse, ohne dass es Punkte dafür gibt? Für das 3DS-Remake? Ja. Samus Returns. Metroid ist korrekter Mundo. Da. Würdest du sagen, du hast beide gespielt, Elias? Ich habe das Fan-Remake damals nicht gespielt. Ich habe den Ursprungsteil auf dem Gameboy gespielt und dann nochmal Samus Returns auf dem 3DS. Mhm. Übrigens, sehr gutes Spiel. Ist ein sehr gutes Spiel. Ich fand das Fan-Remake sogar ein bisschen besser, ja, muss ich sagen. Ja, das höre ich tatsächlich nicht zum ersten Mal. Aber Elias, dir hat es auch 200 Punkte gegeben. Ist gleichgezogen mit Timo. Sanft reinfühlen. Mhm. Ja? Und du darfst dir jetzt schon mal eine weitere Kategorie aussuchen. Okay, dann nehmen wir mal, weil ich die Kategorie eigentlich ganz schön finde, Cast Mashup für 100. Für 100. 200. Cast Mashup. Wie gesagt, ich werde nacheinander Namen vorlesen und ihr müsst mir beide Franchises, Universen nennen, woher das ist. Hände nehmen die Buzzer. Cast Mashup für 100. Gatomon. Georok. Betamon. Krabi. Digimon und Pokémon. Digimon und Pokémon. Ich lese weiter die Namen. Leomon, Kikli, Agumon und natürlich Elektroball. Du brauchst es ein bisschen, ich glaube, Pokémon würdest du wahrscheinlich erkannt haben. Brauchst du für die Digimon ein wenig oder bist du auch vertraut? Bei den Digimon, da habe ich wusste ich beim ersten, als du Mon gesagt hast, da wusste ich, okay, das könnte Digimon sein, aber da wollte ich mich noch einmal versichern, dass es einen Namen gibt, bei dem ich auf jeden Fall weiß. Bei Beta hast du aufgehorcht dann, wusstest du, dass es dann Digimon ist. Ja, weil das tatsächlich auch ein wichtiges Digimon im PS1-Teil damals war. Elias, es stimmt, ja. Es sind die Digimon und die Pokémon. Das wäre mal ein Mashup, was Leute gerne sehen wollen würden. Gib dir noch mal 100 Punkte mehr und das Recht, die nächste Kategorie auszusuchen. Okay, dann nehmen wir mal Download-Geschichte 200. Download-Geschichte, ihr habt es mit den 200ern gerade, ne? Mhm. Download-Geschichte für 200. Hände nehmen die Buzzer.
Welche vierköpfige Heavy-Metal-Band verklagte am 13. April 2000 die Musiktauschbörse Napster und trat damit einen Prozess? Simon. War das Metallica? Ist Metallica deine Antwort? Also, was ich gesagt habe, war das Metallica, weil mir dann mittendrin bewusst geworden ist, fuck, ich weiß es gar nicht, aber natürlich Metallica. Ich lese die Frage zu Ende und trat damit eine Prozesswelle los. Natürlich war es Metallica. Ah, selbstverständlich. Aus der Doku wusste ich das noch. Ja. Es war damals, ich glaube, die sind drauf gekommen, weil sie auf einmal irgendeinen Demosong von denen im Radio gehört haben, was einfach einer über Napster runtergeladen hat, bevor sie es veröffentlicht haben. Und Lars Ulrich war noch nicht reich genug. Ja, da haben sich damals alle aufgeregt, das weiß ich noch, weil das halt ein bisschen uncool ist. Natürlich. Ist ein bisschen uncool. Wegen Raubkopiererei, die anderen zu verklagen. So. Ist nicht wirklich Metal, wenn man das so macht. Wirklich Metal, ey. So, mir leid, ist nicht Metal, aber ich brauche mein Geld für Gucci. Simon, das hat dir 200 Punkte gebracht. Du bist rangekommen an Demo. Ich dachte schon gerade. Und du darfst hier... Die nächste, ja, du hast den Namen. Simon Kretschmer. Du hast den Namen gebrochen. Nächste Kategorie bitte von dir. Einfach nur, damit es symmetrisch ist, sonst macht es mich wahnsinnig. Einigermaßen symmetrisch. Nämlich 300 Game-Shows im TV. Game-Shows für 300? Game-One-Frage, bitte, Game-One. Du hast irgendwo eine Game-One-Frage versteckt. Game-Shows für 300. Hände neben die Buzzer. Game-Shows für 300. Wie heißen die Moderatoren? Jetzt lass ich die Frage lesen. So. Mit welchem Eingabegerät konnten Kandidaten den Troll Hugo aus der berühmten Call-In-Show steuern? Simon. Also, du hast angerufen, hast es mit dem Telefon gemacht. Wolltest du gerade bejahen, Elias? Also, Telefon ist deine Antwort. Ich war mir nicht sicher, was du jetzt als Antwort hören willst. Ja, die Kandidaten konnten mit dem Telefon anrufen und haben den Troll Hugo mit dem Telefon gesteuert. Korrekt, Amundo, Simon. Absolut richtig. Was dir 500 Punkte bringt. Da sehen wir ein kleines Bild von Hugo. Und wir haben sogar eine kleine Matz aus einer der damaligen Sendungen. Ich habe das so gehasst. Da kriegst du Albträume von. Ja, nee, kriegst du wirklich Albträume. Wie er aussieht. Wow, du bist gleich da. Nicht so hektisch, so wie ich jetzt gerade. Rechts und wieder links. Und links ein bisschen und wieder rechts. Ganz schnell wieder rechts. Ja, du bist da! Wow, Wahnsinn! Unter Gott, ich glaube es nicht! Endlich mal wieder Chancen auf den Superpreis. Es ist eine San Francisco-Reise. Ich wünsche es dir das so. Das ist doch eine Parodie. Ey, das ist doch eine Parodie. Das ist doch nicht wirklich. Nein. Wow. Stellt euch mal vor, ihr müsstet jetzt hier die ganze Zeit die Kamera vor und zurück und dabei drehen. Und Das war quasi, ich dachte auch zuerst, es ist so ein Clip aus dem Future Club noch, weil so habe ich es auch gemacht, vor dem Greenscreen und dann bewegte Kamera. Das macht einen großen Spaß. Cool. Also, sowas sieht man heute auch nicht. Nee, würde man auch nicht gerne sehen wollen. Wenn sich Sonja Zietlow noch über jemanden lustig macht, muss man ihr diese Footage zeigen. Ja. Sehr. Simon, 500 Punkte. Dabei. Du bist in Führung gegangen und darfst dir die nächste Kategorie aussuchen. Okay, jetzt bin ich warm. Warum nicht jetzt, wenn ich einen Run habe, Game-Shows im TV mit der 200? Game-Shows im TV mit der 200. Das ist eine Musikfrage. Das heißt, ihr werdet gleich das Intro-Theme einer Game-Show hören. Und da möchte ich den Namen dieser Game-Show haben. Alle könnt ihr aufschreiben gleich, welcher Name das ist. Und Punkte werden natürlich für den Falschen nicht abgezogen. Jeder, der es richtig hat, bekommt die Punkte. Also hier ist das Lied. Gerne ein bisschen lauter. Du brauchst nicht Basel, du musst... Über die können wir ein bisschen lauter gehen. Aber warum muss man da nicht passen? Möchtet ihr den nochmal hören? Wir hatten es gerade ein bisschen. Ja, mach nochmal. Lass es nochmal ablaufen, Regie. Jetzt bin ich mega unsicher. Wäre ich mir auf. Oh, warte. Oh oh, oh oh. Ey, aufhören zu schreiben jetzt. Oh. Ja, ist okay. Simon, Instinkt, möchtest du noch? Ich geb dir noch kurz die Möglichkeit. Nee, ich glaube, das ist der Richtige. Aber okay. es könnte auch die andere sein. Ja, es können so viele sein. Dann ist es fertig. Dann gucken wir nacheinander mal. Timo, dreh doch erstmal um. Der Preis ist heiß. Okay, Simon, drehe um. Der Preis ist heiß. Der Preis ist heiß. Und der Preis ist heiß. Sollen wir noch mal gucken? Nicht, dass ich da was Falsches aufgeschrieben habe. Aber es ist selbstverständlich. The Preis... Der ist heiß. Da sehen wir es auch noch. Mit dem Wein vor dem Harry. Ist auch, ich finde diesen 90-Style krassomat. Muss man sagen. Die Krawatte. Ist das kein Hammer? Das sieht eher aus Krawatte, wie. Die hat Style. Er trinkt einen 100-Wasser-Bahnhof am Hals.
So, sehr schön. Für euch alle 200 Punkte damit. Ihr seid im Gleichschritt hochgegangen. Sie sind schon draufgeschlagen, werdet ihr. Ja, 400 für Timo, 500 für Elias, 700 für Simon. Simon, du hast die Kategorie ausgewählt, lagst mit richtig, darfst die nächste Frage auch aussuchen. Game Shows im TV 100. Game Shows im TV für 100. Hände neben die Buzzer. In welchem Game Show Klassiker werden Antworten in Form einer Frage gegeben? Timo. Jeopardy. Die Antwort lautet selbstverständlich Jeopardy. Jeopardy. Da ist es. Jeopardy. Ich hatte im ersten Moment auch geguckt, ob es davon nicht einen eingedeutschten Namen gab, wie bei den anderen. Gedacht, aber es war immer Jeopardy anscheinend. No? Ja? Es war nicht, lief denn überhaupt Jeopardy in Deutschland? Ja, lange, lange Zeit. Ne? Für seit den 90ern immer wieder mal. Sogar Frank Elstner, wenn ich da richtig das im Kopf habe, hat es auch ein paar Jahre lang gemacht. Ich glaube auch, aber ich bin mir auch nicht sicher. Es ist da auf jeden Fall sehr viel dabei. Man kennt's. Ja, und 100 Punkte für Timo nochmal, der jetzt gleichgezogen ist mit Elias mit 500 Punkten und Simon liegt noch vorne mit 700. Aber okay, Timo darf die nächste Kategorie sich aussuchen. Lateinisch für Anfänger 100. Lateinisch für Anfänger 100. Das ist die Freudenkategorie von Elias, ne? Ich hab keinen Bock drauf. Ey. So, ich kann nicht mal Latein. Ich bin gespannt. Hände neben die Buzzer. Lateinisch für 100. Für Anfänger. Für 100. Was will man im Deutschen ausdrücken, wenn das lateinische Wort anno verwendet wird? Timo. Eine Jahreszahl. Wenn man im Deutschen anno verwendet, anno plus eine Jahreszahl dahinter, im Jahre des. Du liegst richtig. Ach, ja? Danke. Okay. Im Jahr, okay. Ja, ungefähr ja, so. Da haben wir ein Beispiel. Ich hätte ja-relatierte Antworten gezählt dazu. Weil da kann, muss man auch nicht so ultraspezifisch sein bei einer 100er Antwort. Ja, aber gut, aber so hätte ich sie auch beantworten können. Das ist gut, ja. Elias hätte sie wahrscheinlich auch beantworten können, glaube ich, oder? Ja, ja. Das Risiko ist ja auch, dass man die Punkte verliert. Deswegen sollte man ja wirklich wissen, was es genau ist. Ja, aber bei 100 kann man schon ein Risiko rumzueiern. Wollt ihr jetzt hier meine Punkte anfechten? Genau, ihr müsst aber auch bedenken, wir geben erstmal 100 Punkte bei Timo drauf. Zurück. Ich komme korrekte Antwort. Müsst ihr auch bedenken, hier könnt ihr noch ein bisschen Risiko gehen, weil das Risiko ist nicht so hoch, dass ihr Punkteabzug dann bekommt. Zweite Runde wird ja noch mal ein bisschen heftiger werden. Denn, Timo, wähle er die nächste Kategorie aus. Cast Mashup 300. Cast Mashup für 300. Hände neben die Buzzer. Abwechselnd wiederum Charakternamen aus zwei Universen. Beide genannt werden. Cast Mashup für 300. Bob Rooney, Miranda Keys, Vinnie Verducci, Avery Johnson, Miranda Veracruz de la Hoya Cardinal, Arbiter, Psycho Dad, Cortana. Timo. Halo und eine schrecklich nette Familie. Oh, die Scheiße. Das ist ja wie für mich gemacht, die Frage, und ich habe sie nicht hingekriegt. Halo und so eine Scheiße. Aber ja, du hast natürlich. Aber du hast im Leben noch kein Halo gespielt. Mann, ey. Hast du gerade gesagt, hör mal, wer der hämmert, hast du nie geguckt, Elias? Oh, das macht mich so sauer. Es sind El Bundy, eine schrecklich nette Familie und Halo. Kannst du noch mal ganz kurz nur für mich... Soll ich dir den Namen noch mal vorlesen? Ich war dann irgendwann bei Family Guy und bin völlig woanders gelandet. Kannst also, du noch mal die ersten Namen sagen, bitte? Bob Rooney. Klar. Der dicke Kerl. Da wusste ich schon, aber dann? Miranda Keys. Miranda Keys. Ja, ja, die Wissenschaftlerin. Miranda Keys. Das, also Miranda Keys. Ja, Miranda. Vinnie Verducci. Ja, der ist nicht Halo. Okay. Avery Johnson. Wer war Vinnie Verducci? Miranda Veracruz de la Hoya Cardinal. Das Arbiter. Ja, Arbiter. Und das hat da Psycho ich voll, Dad. Da war ich völlig dumm. Psycho ja, okay. Dad und Cortana. Entschuldigung, ich akzeptiere es ja, aber es ist wirklich faszinierend, dass ich das. Du aber, warst ja, eine Millisekunde danach. Kurz. Ja, ich hab die Groschen gesehen, wie sie reihenweise gefallen sind. Die Punkte kriegt aber Timo. Vinnie Verducci war der von hier. Wie heißt er nochmal? Joey gespielt wurde, der Joey bei Friends gespielt hat. Okay, ja. Matt LeBlanc, der Freund von Kelly. Kelly hätte ich was gesagt. Oh Gott, das ist so lange. Das ist echt lang. Ja. 300 Punkte für Timo und ein bisschen haben wir noch in der ersten Runde. Du darfst dir noch eine Kategorie aussuchen. Cast Mashup 200. Cast Mashup für 200. Eigentlich Hände neben die Buzzer. Cast Mashup für 200. Shelob. Garak. Eomer. Quark. Elrond. Herr der Ringe und Deep Space Nine. Ich lese die Namen weiter vor. Ja, ja bitte. Ja, Elrond. Okay. O'Brien. Arwen. Sisko.
Okay. Ja, ich hätte da auch Star Trek akzeptiert. Es hätte sich nur gut ergeben, dass man da Deep Space Nine Namen nimmt, wenn man schon dann im Flow drin ist. Es ist Herr der Ringe und Star Trek. Das stimmt. Herr der Star Treks. Wer von denen jetzt der Troll ist und wer Herr Star Trek, weiß ich nicht ganz. Aber ja, das hat ja auch noch mal 200 Punkte beschert, Timo. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir haben noch ungefähr Zeit für eine Frage vor der Pause. Und Cast-Mashup 600. Nein, wir nehmen Videospiele-Remakes 600. Videospiele-Remakes für 600. Ich wollte schon sagen, wir tasten die hochpreisigen Fragen gar nicht mehr an in der ersten Runde. Oh. Aber ein 600er kriegen wir noch rein. Videospiel-Remakes für 600. Hände nehmen die Buzzer. Für 600. Im Remake welchen Spieles wurden die sogenannten Crimson Heads eingeführt? Timo. Resident Evil 1. Schon wieder. Resident Evil 1. Okay, hättet ihr was? Ja, ich war mir nicht sicher. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Es ist Resident Evil 1. Okay. Simon liegt da richtig mit der Einschätzung, dass Timo richtig lag. Es ist nämlich Resident Evil 1. Ey, warum? Warum gerade du Resident Evil und Halo? Du unterschätzt mich, lieber nein, Simon. Aber du hast so ganz andere Interessen als diese. Das sind Halo meine drei Spielsachen. Ach so, ja, das tut mir sehr leid. Rechnet von mir Halo, Resident Evil. Nein, ist, ich freue mich ja für dich, aber es ärgert mich auch. Aber Timo, du hast kurz vor Ende der ersten Runde noch mal einen guten Push dir gegeben und bist ja, auf 1700 Punkte bekommen. Also, Simon 1700. Mit 1000 Punkten dahinter auf 700 und Ilias hat 500 Punkte. Aber wir haben uns sehr viele hochpreisige Fragen übergelassen für die zweite Runde. Das wird sich alles, glaube ich, noch mal enorm verschieben. Wir gehen aber erstmal in eine kleine Pause. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück. Es geht weiter mit Runde Nummer 2. Der heutigen Ausgabe des Nerdquizzes bisher eine bunte Runde, obwohl Timo am Ende noch mal ein klein wenig angezogen hat. Der Punktestand gerade im Moment 1700 für Timo, 700 für Simon und 500 für Ilias. Drops, aber weder gelutscht noch gegessen, das Ganze. Ich weiß gar nicht, egal. Wir schauen kurz auf die Punktetafel, die sich jetzt mit meinem Lieblingseffekt verdoppelt. Vom Punktewert her. Kommt man ja richtig Gänsehaut. Eine richtig schön, so eine geile weiche Blende einfach fast noch. Oder die ersten Push. Ist egal. Und diesmal waren wir smart genug, nicht direkt die Tausenderfragen und so alle wegzufragen am Anfang. Ja, ihr habt auf jeden Fall euch sehr zurückgehalten. Eine ehemalige 600er, nur eine 1200er da habt ihr weggenommen, sodass ihr sehr, sehr viele Punkte jetzt verdienen könnt. Die Sache ist natürlich, theoretisch, wenn man irgendwo ein Fachgebiet von jemandem gesehen hätte, hätte man blocken können und vorher schon mal alle Hochpreisigen raushauen, sodass weniger verdient werden kann. Aber wir werden sehen, was sich dahinter befindet. Timo, du lagst das letzte Mal richtig, darfst ja auch die Kategorie aussuchen. Ich nehme noch mal Latein für Ilias, 600. Latein, nicht für Anfänger, für 600. Hände nehmen die Buzzer. Welches lateinische Wort bedeutet auf Deutsch übersetzt gut und wird unter anderem dazu verwendet, um eine Zulage zum eigenen Gehalt zu bezeichnen? Gehalt ist hier ein schwieriges Thema. Ja. Nicht für dein Gehalt, das Allgemeine. Nein, Simon hat, glaube ich, was. Ja. Das bedeutet so ungefähr wie gut und wird unter anderem dazu verwendet. Zulage zum Gehalt wird damit bezeichnet. Traut ihr euch, ich sag's nicht? Euch, ihr könnt entscheiden, ob ihr es pro bono, könnt ihr entscheiden, ob es das ist. Ah. Ich trau mir nicht. Ist das? Oh, das hört sich gut an. Vier, oh, diese Psychokriege. 3, 2, 1 und? Was für eine Frage ist das? Vorbei. Super, es wäre die jetzt 600er gewesen. Pro bono wäre dein Tipp gewesen, Simon, wo du dich aber nicht getraut hast, das zu sagen. Ich will nicht die Minuspunkte. Pro bono heißt umsonst, glaube ich, oder? Ah. Na, also nicht, oder da können unsere Latein-Fans das nochmal machen. Konkret gefragt war nach dem Bonus. Also das Wort Bonus. Das Bono ist da zwar von der Silbe her mit drin, aber ein Bonus kann man natürlich für viele Arten machen. Plötzlich kommt es auf jede kleine Unterscheidung und jedes Detail an. Ich, ja. Ja, aber Bonus haben natürlich viele Verwendungszwecke. Unter anderem, ich glaube, eine der geläufigeren ist es, kriegst du nochmal einen Bonus zu deinem Gehalt dazu.
Ja, das kennen natürlich die Leute hier nicht. Das ist klar, das kann hier niemand fragen. Ja, genau, ich hätte es in dieser Firma hätte ich lassen. Wie heißt das, was du kriegst am Ende des Monats? Hätte ich auch nach Weihnachtsgeld fragen können, dann auch keiner beantwortet. Es lag keiner richtig, weil keiner sich getraut hat zu antworten, aber dadurch auch kein Punkt der Anzug. Ich gebe das Fragerecht weiter an Simon. Was war's denn? Bonus. Ach, einfach nur Bonus? Ja. Okay. Einfach nur Bonus. Ich komme in den einfach für ihn nochmal Latein. Ja, das heißt, hast wieder einen neuen T-Shirt-Spruch oder so, ne? Einfach nur Bonus. Simon, wählen Latein für Anfänger 2000. Latein für wir Anfänger. Müssen die alle machen. Für wir müssen sie alle machen. 2000. Hände nehmen die Buzzer. Hände nehmen die Buzzer. Latein für 2000. Was bedeutet es, wenn bei einem Menschen eine Iris-Heterochromie vorherrscht? Zwei verschiedene Augenfarben. Zwei verschiedene Augenfarben. Fuck, das könnte sein. Lies noch mal kurz vor. Was bedeutet es, wenn bei einem Menschen eine Iris-Heterochromie vorherrscht? Das bedeutet, dass ein Mensch zwei unterschiedlich gefärbte Augen hat. Selbstverständlich. Natürlich. Also das ist nur ein Beispielbild. Ich glaube nicht, dass jemand blau und rot da hat, aber es ist durchaus ein Vorkommnis. Warum weißt du das? In der Natur. Das kann heterochrom. Weil ich vor ein paar Tagen irgendein blödes Spiel gespielt habe, bei dem man das auswählen konnte. War das Monster Hunter? Du Nerd. Ich bin nicht sicher. Irgendein Spiel. Aber da steht doch nicht, wähle deine Heterochromie. Heterochromie. Nein. Ich bin mir nicht sicher. Timo. Er ist klug und es ist ihm unangenehm. Du hast dich was getraut? Solltest. Damit kommen 2000 Punkte schon dazu auf dein Konto. Ja, bitte. 3-7 jetzt und du wählst die nächste Kategorie. Oh. Videospiel-Remakes. Guck dir den an, 3700, Mann. Stopp diesen Mann. Komm, 200. Einmal stolpern. Wie viel? 200. Videospiel-Remakes für 200? Mehr wird's ja nicht, oder? Also, Videospiel-Remake für 200. Hände nehmen die Buzzer. Die Game Boy Advance Remakes. Welcher Serie trugen die Untertitel Feuerrot und Elias? Natürlich Pokémon. Was ist denn das, dass ich jetzt nur noch die Pokémon-Fragen kriege? Ja, vor allem, wie viele Pokémon-Fragen könnt ihr eigentlich noch verbauen? In jedem Nerd-Quiz waren Pokémon-Fragen, in dem ich war. Also, was? Pokémon. Ein extra für dich. Der Hype ist over, get das over. Das ist so schlecht. Pokémon ist done. Dass die Fragen, die ich weiß, nur 200 oder 100 Punkte bringen. Das weiß ja auch jeder, deshalb ist es nicht wirklich viel wert, Elias. Dennoch, 200 Punkte für dich. Das du liegst richtig. Wem gegenüber? Mir! Weil du nur die leichten Sachen weißt. Elias, diskriminieren. Elias, du hast Punkte bekommen, bist trotzdem sauer. Ja. 200 Punkte drauf bei Elias, der gleichgezogen ist mit 700 Punkten. Kacke. Da sehen wir unter anderem einen der Bildschirme daraus. Elias, das ist der Beginn eines Laufes. Wähl die nächste Kategorie. Videospiel-Remakes 2000. Videospiel-Remakes für 2000. Bin ich sehr gespannt. Hände nehmen die Buzzer. Videospiel-Remakes für 2000. Mit welcher Figur spielt man als allererstes im Singleplayer des Nintendo DS Remakes von Super Mario 64? Welche Figur darf man da zum ersten Mal lenken, wenn man den normalen Singleplayer, den Story Mode, wie man es auch immer bezeichnen mag, wählen kann? Im Nintendo DS Remake von Super Mario 64. Ich habe nie das Remake gespielt. Mancher könnte sich auch was trauen hier. Das sind 2000 Punkte, die man kriegen kann. Simon, wirklich? Komm, Simon, trau dich. Wirklich, Simon? Are you sure? Simon, jetzt kannst du richtig. Es kann doch nur Yoshi oder Lakitu sein. Simon, Frage ist, welche von beiden? Jetzt kannst du nochmal anknüpfen an Timo. Also, ich würde es jetzt machen. Fünf? Vier? Nee. Du hast null reagiert, als ich beiden Namen gesagt habe. Ja, weil ich mir das angewöhnt habe, nicht zu reagieren. Nee, ich trau mir nicht. 2-1. Ich gebe noch eine Chance zum Buzzern. Und? Vorbei. Ich komme auch nicht drauf. Dieses traurige. Ja, aber du, es wäre Yoshi gewesen. Ja, aber warum denn Yoshi? Warum nicht Lakitu? Warum nicht Yoshi? Der gibt doch gar keinen Sinn. Du kannst mehrere Figuren spielen und die erste, die du tatsächlich steuerst, ist Yoshi im Spiel. Du darfst die Kontrolle von Yoshi übernehmen, der ja nur ein Bonus-Charakter ist. Ja, aber Lakitu ergibt doch viel mehr Sinn, weil die im Intro natürlich die Kamera hält. Er hält die Kamera und ich dachte, du fliegst vielleicht rum oder so mit Lakitu. Leider machst du es nicht. Lakitu fliegt immer noch selber herum. Aber während, ich glaube, es sind Luigi Yoshi, und Mario mit Mario ins Schloss reinspringen, geht die Kamera auf Yoshi, die auf dem Platz liegt. Ey, das wäre jetzt die eine Chance gewesen, wo Lakitu einmal glänzen kann. Wo der One-Shot, One in a Million, 5 Minutes of Fame. Und Yoshi, der grüne Lurch.
Ich habe innerlich ein bisschen gezuckt, wo du ja schon gesagt hast, aber Pokerface. Ich bin aber froh, dass ich nicht gemacht habe, weil ich hätte Lakitu. Ja? Ich wäre definitiv hier all in gegangen auf Lakitu. All in. All in die Mülltonne. Ja. Oh. Leider keiner aber beantworten können. Man muss zugeben, es ist eine gute Frage. Ja. Ist auch eine sehr schwere Frage. Ja. Dementsprechend hochpreisig drauf. Du hattest ausgesucht, Elias. Mhm. Leider keine beantwortet. Ich gebe das Fragerecht weiter an Timo. Ach so. Download-Geschichte 600. Download-Geschichte für 600. Das ist eine Schreibfrage. Das bedeutet, ihr habt die Chance, jeder von euch Punkte zu bekommen. Das ist jetzt mal ein bisschen anders, als wir diese Schreibfragen sonst machen. Oh oh. Ihr seht gleich den ersten Teil eines Werbespots. Eines Werbespots mit Boris Becker. Und schaut euch den mal gemeinsam an. Ehrlich, ich verstehe absolut null von Technik. Jetzt hat schon meine Frau gesagt, wir müssen endlich ins Internet. Und jetzt sitze ich hier mit dem Kram. Da bin ich doch gar kein Techie. Ha? Bin ich da schon drin oder was? Ha? Bin ich da schon drin oder was? Hä? Was ich von euch wissen möchte, das könnt ihr dann aufschreiben, werden natürlich keine Punkte abgezogen, wenn ihr nicht richtig liegt. Aber für das Produkt welcher Firma macht Boris Becker hier Werbung? Boah, ach shit. Ja. Ach, oh nee. Das sah dann noch richtig gut aus, ne? Ich erinnere mich aber auch an die Werbung. Schon ein bisschen, ja. Ist noch nicht ganz so aufgedunsen und nicht so auf dem Wandschrank gewesen. Ja, da ist irgendwas, ist da. Die Sonne oder so. Leute, ihr habt alle aufgeschrieben, ja? Zeigt mir erstmal eure Ergebnisse. Also, wir haben von Timo ein Telekom. Wir haben von Simon ein Telekom und wir haben von Elias ein AOL, was er aufgeschrieben hat. Oh oh. Hattest du? Wir sehen uns mal den Rest der Werbung an. Ich bin drin. Das ist ja einfach. So einfach ist das mit dem AOL-Internet-Startpaket. Drin. Großartig. Man könnte meinen, das ist. Zeig mir doch mal das Bildregie dazu, denn wir können natürlich diese Sendung nicht haben ohne einmal eine der 8 Milliarden AOL-CDs, mit denen hier dazugeschmissen wurde damals. Ich habe heute noch welche. Ja, man kriegt die, du schmeißt welche weg und es kommen aus dem Schrank immer noch weiter mehr Sachen daher. Aber Telekom ist kein schlechter Tipp gewesen, ist ja auch dann sehr omnipräsent gewesen. Ja, aber wir kriegen auch die Punkte dann. War Telekom später? Kann das Telekom sein? Kann sein, dass es später gewesen ist. Aber er hat ich hätte schwören können, er hat auch Telekom. Er hat wahrscheinlich für alles Werbung gemacht. In diesem spezifischen Fall aber, bin ich da schon drin, war der Claim von AOL und damit die, ich glaube 600 Punkte waren es, ne? Bei Elias. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. 1300 Punkte für Elias, du wählst die nächste Kategorie aus. Da bleiben wir doch gleich bei der Download-Geschichte-Kategorie und nehmen 200. Download-Geschichte für 200. Hände neben die Buzzer. Welches Dateiformat wurde vom Fraunhofer-Institut entwickelt und Anfang des Jahrtausends... MP3. MP3. Ich lese die Frage zu Ende. Anfang des Jahrtausends flächendeckend zur Kompression von Musik verwendet. Es ist selbstverständlich. Das MP3. MPEG One Layer 3, glaube ich, ausgeführt. Dadurch möglich, in schlechter Qualität viel Musik zu hören. So gut es geht. Aber natürlich eine ziemliche Revolution damals, wenn man die ganzen iPods und den ganzen anderen Schüssel bedenkt. Heutzutage dank Handys, wo alles drauf ist, natürlich keine dedizierten Player mehr, aber die ganzen Nachfolgeformate machen es auch möglich. Simon, 200 Punkte für dich. Bist du auf weiter gekommen? Ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen... Ist aber auch ein bisschen einfacher gewesen. Wir probieren, hast du ja die beiden Hansel hier, die wussten das nicht, ne? Nee, das wusste ich nie gehört. Videospiel-Remake 600. Videospiel-Remakes für 600. Hände nehmen die Buzzer. Videospiel-Remakes für 600. Im Remake welches Adventure-Klassikers konnte man per Knopfdruck zwischen Alter... Elias. Monkey Island. Ich lese die Frage zu Ende. Ja. Konnte man per Knopfdruck zwischen alter und neuer Grafik wechseln und es wurde stark für die Frisur des Protagonisten gerügt im Remake. Es ist The Secret of Monkey Island. Monkey Island. Du liegst absolut richtig. Wir sehen kurz eine Matz, wie dieses Verfahren funktioniert. Ja, damals ein revolutionäres Feature, aber zeigt mir doch mal, Regie, das Bild mit der Frisur des Charakters. Diese Neuinterpretation war ein klein wenig weird. Da haben sich damals wirklich sehr, sehr viele beschwert, als es in der Form
gekommen ist. Es war ja das allererste Mal, dass ich Monkey Island spielen konnte. Ach, mit echt? Dem Remake. Hm. Ja. Hast du vorher nie gespielt, oder? Nee. Ich war bin verhältnismäßig jung. Ja, ist, ja. Aber auch, ist aber auch ein tolles Spiel. Also, ich fand das echt gut. Kann man das noch... Man konnte das super spielen und ich hatte auch keine Probleme mit der Frisur, weil ich es vorher nicht so wirklich... Du hattest die gleiche Frisur, ne? Ich hatte die gleiche Frisur. Na gut, es ist eine Interpretation. Für den zweiten hat uns ja eh geändert. Da hatte er ja eher diese struffligen, längeren Haare als diesen hochtupierten Ansatz. Aber konntest du trotzdem noch nachvollziehen, wie toll das Spiel war? Ich fand es super. Cool. Es war großartig. Mit dem zweiten habe ich mir dann auch nochmal geholt und den fand ich halt deutlich schwieriger. Da habe ich irgendwann auf einem... Lösungsbuch habe ich oder Lösungskram im Internet habe ich danach geguckt. Elias, 600 Punkte kommen drauf auf dein Konto. 1900 und du wählst die nächste Kategorie. Jetzt nur noch High Price. High Price. Damit wir das endlich weg haben, nehmen wir mal Latein für Anfänger 1200. Latein für, damit wir es endlich weg haben. Hände nehmen die Basser. Latein für 1200. Lateinische Anfänger. Welche besondere Fähigkeit haben Personen, die im medizinischen Sinne über Ambidextrie verfügen? Ich lese nochmal vor. Welche besondere Fähigkeiten haben Personen, die im medizinischen Sinne über Ambidextrie verfügen? 5? 4? Dass sie mit der linken Hand genauso arbeiten können wie mit der rechten Hand? Das ist die Antwort. Ja. Das logge ich ein. Okay. Ja. Ich habe eingeloggt, dass sie beidhändig sind, mit der linken und mit der rechten Hand gleichzeitig machen können. Schauen wir mal kurz auf das Foto, was wir hier haben als Antwort. Oh, es ist korrekt. Das ist so, oh mein Gott, warum weißt du das? Ich wusste nicht, dass ich ein Lateingenie bin. Ah, aber auch, es wird sehr häufig im Englischen verwendet. Ambidextrous ist da ein Lehnwort, was rausgenommen wurde für jemanden, der eben beidseitig fähig ist, mindestens gleich gut damit arbeiten zu können. Und es sind 1200 Punkte. Latein ist deine Kategorie. Kann es sein, dass du all deine Punkte bei dieser Latein-Kategorie hast? Das kann sehr gut sein, ja. Timo, nächste Kategorie bitte. Latein und Halo. Habe ich leider nicht mehr. Gameshows im TV 1200. Gameshows im TV für 1200. Gameshows im TV für 1200. Hände nehmen die Buzzer. In Geh aufs Ganze mit Jörg Dreger hatte die Niete einen speziellen Namen und wurde sogar Simon. Ich weiß wirklich nicht, ob nicht vielleicht Elias früher war. Du warst früher. Ich habe die. Ja? Oh, achso, wir haben ja die. Ja, wir haben die Technik. Das war der Zonk. Ich lese die Frage zu Ende. Hatte Nita einen speziellen Namen und wurde sogar zum Stoff hier. Wie hieß sie? Wir lassen mal den Matz laufen. Tor 2 auf. Oh. Was da wohl drin ist. Ingo. Ingo. Nicht traurig sein. Ein Zonk zur ewigen Pflege. Dieser verdammte Hype über den verdammten Zonk. Ein hässliches Ding. Das ist auch so hässlich. Guck dir das mal an. Schau dir das große Bild mal an hier. Ja? So, einfach so eine Ratte in Rot. Ja, das ist wirklich... Ach, auch, sie ist sogar im Logo. Sie ist sogar oben links. Ja. Im Geh auf ganze Logo. Das wusste ich tatsächlich nie. Nee, ich auch nicht. Ist aber ein bisschen das neuere Logo natürlich. Ja. Da. Jörg Dreger älter, das Set-Design alt, aber nicht ganz auf so alt. Auf dem Höhepunkt des Zonk-Hypes. Simon, 1200 Punkte für dich kommen dazu. Das 2100 und du darfst die nächste Kategorie aussuchen. Ja, dann nehme ich jetzt auch nochmal Gameshows im TV für 2000. Gameshows im TV für 2000. Mein Latein. Hände nehmen die Buzzer. Gameshows im TV für 2000. Das ist schon traurig, ne? Egal. Also, 2015 beendete Stefan Raab seine Samstagabend-Gameshow Schlag den Raab. Gegen welchen Promi treten die Kandidaten in der Neuauflage von 2017 an? Simon. Hensler. Ja. Steffen Hensler, Starkoch und der Promi, gegen den die Kandidaten antreten. Absolut richtig. Guter Mann. Steffen Hensler. Ich muss ja sagen, ich habe mir tatsächlich ganz gerne sein Kochduell, wie ist das gegen den Hensler, der angeguckt auf Vox. Ja. Also ich gucke auch nicht so gerne kochen, aber da gucke ich auch ein bisschen. Aber so die Personality. Ja, ich mag den Typen eigentlich ganz gerne. Ihn und Melzer fand ich gerade beim Kochen eigentlich irgendwie angenehm. Und er hat hier vor allem jetzt auch 2000 Punkte nochmal beschert, Simon. Ja, da hätte ich jetzt wirklich null mitgerechnet. Also das ist jetzt so plötzlich zack, zack, geil. 4100 Punkte für Simon, der Timo gefährlich nahe rangekommen ist, aber Elias mit 1100 natürlich auch noch. Ist auch noch dabei. Schlagweite. Simon, will die nächste Kategorie. Elias.
Was hättest du gerne? Sag ich dir nicht, nimm einfach das, was du für richtig hältst. Der Elias. Elias will sicher doch immer Cast Mashup, mag er. Für 2000. Ja? Cast Mashup für 2000. Ich bin sehr gespannt. Cast Mashup für 2000. Hände nehmen die Buzzer. Gui. Pimli. Kain. Ara. Rick. Jake Chambers. König Nickerchen. Roland von Gilead. Ich lese noch mal vor. Gui. Pimli. Kain. Ara. Rick. Jake Chambers. König Nickerchen. Und Simon. Adventure Time und der dunkle Turm. Adventure Time und der dunkle Turm. Deine Antwort? Soll ich einloggen? Ja, bitte. Ich logge ein. Adventure Time und der dunkle Turm. Der dunkle Turm ist richtig, aber leider nicht Adventure Time. König Nickerchen? Ilias, was wäre König Nickerchen? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. König Kacke. Nickerchen und, so wie Gui, Kain und Rick, sind aus Kirby. Ach, Kirby. Ja, so natürlich. Was? König Nickerchen, natürlich der große, ist dieses Entenvieh, glaube ich, ne, wenn ich mich nicht irre. Oh nein. Weiß ich doch nicht. Mann, ich bin mir so sicher, dass das irgendwie sowas sein muss, weil es auch passt zu der dunklen Turm. Ich dachte, ja, passt doch. Simon, ich muss dir leider diese 2000 Punkte abziehen, dass du auf 2100 kommst. Das können wir doch nicht tun. Tja, Simon hatte die Frage gerade gewählt, lag leider nicht richtig. Ich gebe das Fragerecht an Ilias weiter. Fuck Ilias, ey, mit deinem Scheiß-Kass. Nehmen wir mal das Cast Mashup 1200. Cast Mashup für 1200. Hände nehmen die Buzzer. Barney Calhoun. Ariel. Faser Grigori. Vorador. Isaac Kleiner. Melchior. Eli Vance. Raziel. Ich lese nochmal vor. Barney Calhoun. Ariel. Faser Grigori. Vorador, Isaac Kleiner, Melchior, Eli Vance und Raziel. Eli Vance. Mhm. Wer ist Eli Vance? Ich lasse euch ein bisschen überlegen. Ich glaube, da murmeln gerade die Murmeln. Eins davon kann ich euch sagen. Ja, eins weiß ich, glaube ich, auch. Aber es ist das Mashup. Ja, ich weiß es nicht. 5, 4, 3, 2, 1 und it's over. Sorry, sorry, sorry. Eins könntet ihr sagen davon. Welches denn? Kane, oder? Legacy, ja, of Kane. Legacy of Kane. Legacy of Kane. Zum Beispiel. Und das andere war für euch... Verdammt, Eli Vance ist Half-Life, oder nicht? Ist das nicht es Half-Life? Es gibt einen Eli, aber heißt er Vance? Eli Vance, wie, ich glaube, ist der Vater von, wie heißt die, Alex Vance? Ja. Nee, das ist wirklich, das war Half-Life? Ja. Half-Life und Legacy of Kane wäre korrekt gewesen. Die anderen Namen waren aber irgendwie so nichtssagend. Ja, welche genau. Waren das? Ich habe die jetzt schon wieder vergessen, ich was auch. Da noch war. Wie leider viele auch Legacy of Kane, aber es sind natürlich bei einer hochpreisigen Frage ein wenig Charaktere im Hintergrund mit dabei. Ja. Tut mir leid, aber ihr wärt fast darauf gekommen. Leider kann ich keine Punkte vergeben dafür. Ausgewählt hatte gerade Ilias hat er ausgewählt. Ich gebe das Fragerecht rüber zu Timo. Oh mein Gott. So, jetzt. Wir beide müssen auf jeden Fall beide gewinnen. Ja, Download-Geschichte 1200. Download-Geschichte für 1200. Hände neben die Buzzer. Hört genau hin, bitte. Für 1200, Download-Geschichte. Der vollständige Name welches frühen File-Sharing-Programms wurde mit ED2K abgekürzt? Idanki 2000. Simon sagt, das war der Shit, dude. 2000. Wow, jetzt die ganze Zeit surfst du im Internet. Hast du auch gepeert-to-peert, Simon, damals? Ja, Mann, hab ich geleacht. Ist vollkommen, richtig. Idonkey 2000. Jetzt wird man dafür bestraft, ich hätte, dass man immer ehrlich war, oder was? Ich hätte auf die... Du hast die Wahl, so Zeit, dass sie da sind zum Auf. deshalb habe ich ja nochmal gesagt, der vollständige Name, wenn das 2000 nicht gekommen wäre, hätte ich die Punkte abgezogen, wenn es nur E-Donkey gewesen wäre. Es ist nämlich wirklich E-Donkey 2000. Aber du bekommst die Punkte, Simon. 1200 Punkte für dich drauf. Eine Frage haben wir noch über, die darf ich mal wählen. Das wäre so geil. Das ist nämlich unerheblich jetzt. Wir haben nämlich Download-Geschichte für 2000 und ich bitte euch für die letzte Frage, Hände neben die Buzzer. Eine knifflige Frage. Download-Geschichte für 2000. Wie hieß das Format,
welches von der Firma Progressive Networks entwickelt wurde und in Zeiten vor YouTube der de facto Standard für Internetstreaming war. Die Firma Progressive Networks hat dieses Format entwickelt. Vor YouTube war das quasi der de facto Standard, wenn man Internetstreaming betrieben hat. Plattform oder Format? Das nee, Format würde ich gerne sehen. Hören. Ich habe einen Verdacht, aber das Dateiformat. Das Dateiformat. Ihr könnt wohl das für. Wie hieß die Firma? Die Firma hieß Progressive Networks. 5, 4, 3, 2. Da es ja jetzt egal ist, ne? Simon? Nee, du hast das Finale ja. Alter, aber du hast gedrückt. Digga, richtig doll liefern. Ist das so? Ja. Musst du liefern. Okay, Simon, bitte. Okay, ich glaube, es ist von Winamp, deren Stream. Weil die so Radio-Streams und auch Livestreams hatten recht früh. Aber ey, WM. WM. Sag mir etwas, was ich einloggen kann. Ich weiß es nicht. Jetzt sag irgendwie Dateiformat. Ja, was ich weiß es doch. Ich weiß doch nicht, was Winamp für. Sag jetzt bitte was. Es war der Standard, wenn man gestreamt hat, hat man auf dieses Format zurückgegriffen. Das war der de facto Standard. Ja, komm, nee, Quatsch. Es wird nicht das Winamp-Ding sein, also das vergiss es. Sag jetzt ich was. Ich dachte, nein, ich sag gar nichts. Sag irgendwas. KK. Nur 2K. Also ich hätte da zwei Varianten gelten lassen, sowohl für Audio als auch für Video. Es war nämlich entweder Real Video oder Real Audio. Shit. Okay. Real, ja. Aber ja. Gar nicht so abwegig, ne, mit Winamp. Das Ding ist, die Firma Progressive lernt das was auch. Ja, Winamp konntest du natürlich dann Sachen einbinden. Ja, ich glaube, du konntest auch Real Videos dann damit spielen, aber Winamp hat natürlich, das war ein Player, der viele Formate gespielt hat. Nee, klar, also ich kenne den ja auch. Aber Progressive Networks hatte sich, nachdem der Erfolg so groß gewesen ist, auch in Real Networks umbenannt, später. Aber die hießen damals noch Progressive Networks als der Standard. Also nur mal damit es jetzt, ich habe jetzt quasi, weil ich dachte, dass es egal ist, weil ich ja den zweiten Platz, jetzt habe ich mir quasi das Finale auch genommen. Nee, du hast es dir nicht genommen, weil du hast nur sehr, sehr viel sehr schwer gemacht. Kniffliger für dich gemacht. Ich muss leider das Finale 2000 Punkte abziehen bei Simon, der auf 1100 kommt. Nein. Wir schauen uns den Zwischenstand an. Hinten ist Simon momentan mit 1300 Punkten. Elias mit 1900 etwas weiter vorne und Timo momentan ganz vorne mit 4900. Aber das muss im neuen Finale nicht besonders viel heißen. Wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder da. Dramatische Ereignisse in Runde Nummer 2 haben folgenden Zwischenstand ergeben. Simon liegt momentan hinten mit 1300 Punkten, Elias mit 1900 etwas vorne dran. Timo im Moment einigermaßen weit vorne mit 4900. Das muss aber tatsächlich nicht wirklich was heißen, selbst wenn er sich anbiedert gegenüber dem Chat. Minus 2000 Punkte. Das Finale wird nochmal ein wenig Abwechslung bringen. Wir haben den Punktewert erhöht gegenüber dem der letzten Staffel. Es gibt nämlich 400 plus oder minus. Die genauen Regeln erklärt uns aber Kollege Reinkor. Im Finale des Nerdquiz erwartet euch eine Schnellraterunde. 90 Sekunden lang werden fix hintereinander Fragen gestellt, für die es bei richtiger Antwort 400 Punkte plus gibt. Bei falscher 400 Punkte Abzug. Wenn gebuzzert wurde, warten die Kandidaten bitte kurz, bis der Moderator ihren Namen nennt, bevor sie antworten. Am Ende werden richtige und falsche Antworten mit den Punkteständen der Vorrunde gegengerechnet und wir haben unseren Sieger. Viel Erfolg! Welcher Autor erfand den Roman und Filmspion James Bond? Fabian? Keine Ahnung. Das ist keine Ahnung. Das ist so super. Das kann sich, glaube ich, nur Fabian Senpai erlauben. Aber, um es nochmal zu sagen, 400 Punkte plus für eine richtige Antwort, 400 Punkte minus. Sehr wichtig ist es, wartet wirklich, wenn ihr gebuzzert habt, dass ich euren Namen nenne, weil ansonsten, wenn ihr die Antwort einfach rausschreit, könnte sein, dass ein anderer dran ist, weil er schneller gebuzzert hat. Seid ihr bereit? Okay. Ja? Ja. Dann endet bei die Buzzer. Die Zeit geht los, wenn ich die erste Frage zu Ende gestellt habe. Und denkt daran, wenn es zu lange dauert, breche ich ab und ihr hört diesen wunderbaren Sound. Dann geht es nämlich weiter mit den Ergebnissen. Also,
Wie heißt das 2017 veröffentlichte Sonic-Spiel im Mega Drive-Stil? Ilias. Sonic Mania. Richtig. In welcher Spieleserie ist Commander Shepard der Protagonist? Ilias. Richtig. Was ist die Wurzel aus 9? Vorbei. Es ist 3. In welchem Rocket Beans-Format werden Spiele so schnell wie möglich durchgespielt? Ilias. Speedrandale. Richtig. Wie heißt Comedian Otto mit Nachnamen? Timo. Walkes. Richtig. In welcher Horrorfilmserie treiben die Xenomorphe ihr Unwesen? Ilias. Alien. Richtig. Welcher deutsche Entwickler ist für die Siedler und Anno verantwortlich? Ilias. Blue Byte. Richtig. Welche Art von Tieren wird von Ash Ketchum gejagt? Pokémon. Richtig. Welcher Gesangswettbewerb wurde von Mark Medlock gewonnen? Ilias. Deutschland sucht den Superstar. Richtig. Wie hieß Nintendo Spezialcontroller in Form einer Gewichtswaage? Zu spät? Wie fit? Welche deutsche Comic-Kultfigur wurde von Brösel erfunden? Timo. Werner. Richtig. Auf dem Controller welcher Konsole sind die Tasten Kreis, Dreieck und Viereck? Ilias. PlayStation. Richtig. In der Late-Night-Show welchem Moderator hieß der Sidekick Manuel Andrack? Simon. Harald Schmidt. Richtig. Welcher spätere US-Präsident prägt dem TV den Spruch You're fired? Timo. Donald Trump. Richtig. Welche Videospielarchäologin wurde von den Briten bei Core Design? Simon. Lara Croft. Richtig. Welche gängige Bezeichnung trägt der Filmpreis Academy Award? Timo. Oscar. Richtig. Welcher Schauspieler war sowohl Professor X als auch Captain Picard? Simon. Nee. Zu spät, Patrick Stewart. In welch... Okay, vorbei. Boah, es tut mir leid. Es tut mir leid. In meinem Kopf die ganze Zeit nur Picard. Picard. Welcher Schauspieler? Jean-Luc Picard. Aber dann hat es schon Picard gesagt, ne? Das ist demütig jetzt. Das ist so traurig. Ja. Ich schäme mich. Ey, ich hab, wie jedes Mal ihr alle schneller wart. Ich zweifle an allem. Grimme dich nicht, Simon. So geht's mir bei der Schnellraterunde auch. Meine Reflexe bei sowas und Denkprozesse sind nie schnell genug. Never ever. Du gleichzeitig einen Alterstest, man. Jeder gibt seinen Pär so und der Jüngste gewinnt. Du und deinen Rentenausweis. Du bist der Jüngste, gut. 300 Punkte. Das ist so scheiße. Ja, so, wir haben kurz die Regie rechnen lassen. Das hat, glaube ich, nicht gereicht, ey. Ja, gegengerechnet, falsche und richtige Antworten haben ergeben 400 Punkte für Simon im Finale. Das heißt, wir geben ihm 1700 insgesamt, wenn wir die draufrechnen. Wir gucken, wer an der zweiten Stelle war. Timo hat mit 4 Fragen hintereinander die meisten richtig beantwortet. Oder zumindest war da eine falsche dabei, ich glaube nicht. Aber so gegengerechnet sind es 1600 Punkte, die wir dir nochmal raufrechnen mit den 6500. Und richtig abgezogen hat Ilias, der hat Frage um Frage beantwortet. Wie viel bekommt er dazu? Nee, das reicht nicht. 3200 Punkte für Ilias steht da auf unserer Anzeige. Die wir damit draufpacken. Was ergibt? 5100 Punkte. Das war auch nicht schlecht. Gut aufgeholt. Gut aufgeholt. Good effort. Aber leider hat es nicht ganz gereicht. Dadurch unser Sieger heute auch wie in der Proberunde im letzten Jahr. Timo! Ungeschlagen. Hey, aber. Die Musik hat was soll denn die Latein-Kategorie? Jetzt mal ernst. Doch nicht am Ende noch. Ilias, bist du ein Nerd oder bist du kein Nerd? Ja, aber Latein? Ja, natürlich. Latein, nach der Mathematik, die Wissenschaft. Die Fragen aus. Du weißt doch genau, wie es ist. Nee, ich gönn's ja, Timo. Das hast du sehr gut gemacht. Gönnst du nicht. Das hast du sehr gut gemacht. Aber, ich gönn's dir wirklich. Was hast du denn erwartet? Ilias Spezialthemengebiete hier nur. Nein, kein Latein. Kein Latein. Das, ich, nein, Quatsch. To be fair, das hat, glaube ich, keiner erwartet. Es war eine gute Runde. Es war immer schön. Trotz viel Angstschweiß, der hier geflossen ist, war es dennoch, finde ich, eine unterhaltsame Runde. Kann ich natürlich leicht sagen, weil ich nicht den Psychoterror aushalten muss, den jeder macht. Aber ich bedanke mich natürlich für das faire und abwechslungsreiche Spiel, wo kein Neid vorhanden ist. Und es würde mich sehr freuen, wenn ich euch auch natürlich in der nächsten Staffel wiedersehe. Wen wir aber wiedersehen werden im Halbfinale, ist ja Timo. Was wir aber auch machen werden, ist es, falls jemand in den Vorrundenspielen, der gewonnen hat, nicht dabei sein kann in den Halbfinals, wir notieren eure Punktzahl, die ihr gemacht habt. Na, also die 5100 für Ilias und die 1700 für Simon. Denn es kann gut sein, dass in dem Fall einer der Lucky Loser nachrückt und dennoch im Halbfinale dabei sein kann. Go. Go, Simon. Du musst, ich schicke dir eine Liste, Simon, und dann guckst du, wie viele du umbringen musst. Das ist wie so eine Nierenspende, wenn du auf der Warteliste bist und einfach ganz unten und so ein Katalog, Digga.
Naja. Ich nehme die aus Pappe. Ah. Hauptsache eine da. Eine gute Nummer. Vielen Dank bei euch. Vielen Dank natürlich hinter den Kameras und an der Technik, die Leute mitgemacht haben. Und natürlich auch die Zuschauer da draußen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid am neuen Sendeplatz am Montag, den wir haben, mit der nächsten Vorrunde des Nerdquizzes. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Das war doch mal eine wunderbare Folge Nerdquiz. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, hier oben, so rum, gibt es mehr Folgen für euch. Hier unten anderen geilen Scheiß aus dem Rocket Beans Universum. Hier könnt ihr draufdrücken, um zu abonnieren. Und hier ist die Sexiness. Und ich habe noch 5 Sekunden. Bisschen empfindlich.